Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stellaris Flucht nach vorn. Menschheit am Limit. ja, und zwar haben wir auf einigen Welten erstaunlicherweise Arbeitslose. Was hier in Alexandria los ist, weiß ich nicht. Hier haben wir einen ungebildeten Rescheti, der irgendwie quasi diese Arbeiterjobs machen kann. Und wir haben 5, 6 freie Arbeiterjobs. Aber interessiert ihn nicht. Also keine Ahnung, was das ist. Gucken wir uns das mal an. So, Xenophob. Sehr langlebig. Okay, das heißt, wir haben einen ultra langlebigen Rassisten hier. Der vielleicht nicht mit den anderen Leuten zusammenarbeiten will oder so. Sonderbarer Fabrikarbeiter. Ich meine, das ist ein Job, da wären die alleine. Wenn wir den Menschen hier hinziehen könnten und den dann da rein, dann wäre das auch okay, aber können wir nicht. Okay, und auf Thalassa haben wir sogar einen Spezialisten, einen Menschen-Spezialisten. Der arbeitslos ist, ja, weil vielleicht ein Baol, Nu Baol, ein Vollstrecker geworden ist. Wir haben hier sogar 2 Kempler-Entertainer und 2 Kempler-Bürokraten und sogar einen Rescheti Bürokraten. Interessant. Ja. Oh Gott, könnt ihr euch das vorstellen, dass du hast so ein auf der ganzen Welt, also es gibt hauptsächlich Menschen, wir haben eine kleine Minderheit von diesen Vogeltypen, die dann irgendwann ankamen. Und die vertragen sich mittlerweile auch ganz gut, weil das Wetter ist prima. Warte mal, ist eine kontinentale Welt? Wie kommt das denn? Ach nee, das war Thalassa. Weil es ist hier eine Gaia-Welt. Und dann kommen so neue Flüchtlinge, die uns nicht mögen, aber halt trotzdem geflohen sind, weil keine Ahnung, was in ihrem Sternreich gerade passiert, wo sie herkommen. Und die gehen sofort in die Verwaltung auf der Hauptstadtwelt. Und sitzen dann da und mögen alle anderen nicht, die ankommen und irgendwas wollen vom Amt. Das kommt mir ein bisschen ungünstig vor, ganz ehrlich. Tja. Hier, das ist unsere Heimatwelt, beziehungsweise unsere neue Heimatwelt. Gut, bauen wir hier mal noch ein Gebäude, können wir nicht, weil wir immer noch kein Forschungsgebäude bauen können, weil hier zu wenig Leute sind. Also warum siedeln wir nicht einfach die hier überall arbeitslos sind, warum schicken wir die nicht nach Sargans Welt? So, und wo war das andere? Auf Alexandria. Da, Rescheti, fertig. Mal, da hat er sogar einen Job als Techniker sofort. Sehr schön. So, und Sargans Welt kann jetzt... Wir brauchen immer noch 4 mehr Leute, damit wir hier endlich was machen können. Und warum ist der hier... Okay. Soll mal rechts sein. Okay, was... Achso, das ist immer noch ein... was bauen wir denn da hin jetzt? Machen wir mal ein Bollwerk. So, aber das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Wir haben jede Menge Mineralien, kriegen wir die Runde. Wir kriegen eine okaye Anzahl an Konsumgütern und Legierung. Unsere Reichsausbreitung ist nicht super, aber auch nicht furchtbar. New technology discovered. Unsere Forschung hat sich verdoppelt seit der vorletzten Folge. Oh wow. Okay. So, Baugeschwindigkeit Kreuzer. Aber die Baugeschwindigkeit um Viertel. Können wir das... So, um Viertel können wir das verkürzen. Das wäre echt prima. Oh, oh, oh.
So, schauen wir mal. 2, 3, 2, 0, 1, 2. Haben wir hier irgendwelche Nichtmenschen, die wir als Flottenkapitäne als gutes Beispiel hinsetzen können? Nein. Dann nehmen wir Rosa di Bella. Ah, siehst du, jetzt haben wir 94. Das heißt, wir können im Grunor-Station in. Oder wollen wir erstmal hier noch jeweils einen Kreuzer bauen? Das wären dann 4, sind 92. Ja, bauen wir dann noch einen Kreuzer jeweils. Können wir uns nicht leisten. Sapperlot. So. New technology discovered. Die Fähigkeit, eine Fusionsreaktion bei relativ geringen Temperaturen ablaufen zu lassen, wird zu einer neuen Generation von Fusionsreaktoren führen. Neue Forschung. Jetzt wird's langsam. Machen wir das hier mal. Das haben wir schon eine Weile. Das ist Yalon Order, Hisma State und Buvadon. Die sitzen jetzt in. Die Rescheti haben was? Verletzt. Galaktisches Gesetz. Militärisches Bereitschafts. Ja, die verletzen galaktisches Gesetz. Weil ihnen die Flotte wahrscheinlich weggeschossen wurde im Krieg. Ist größer oder gleich, ja? Und warum kann ich das dann nicht machen? Weil die nicht wollen. Okay, die wollen nicht. Kann ich Beziehung verbessern mit denen? Ja, warum? New technology discovered. Sehr gut, sehr gut. Paradieskuppel, automatisch brauchen wir alles nicht. Befehlslimit. Befehlslimit. Oh, mir ist. Warum sterben die immer? Ich habe doch den gerade angestellt hier. Ach so, der ist nicht gestorben, der ist zum Herrscher gewählt worden. Toll. Das ist das einzige Problem, wenn man Technokratie ist, dass die Forscher, die man in Schiffen rumfliegen hat, die gerade irgendwas Dringendes machen, die werden dann einfach mal zum Chef gewählt. Und da muss man dann mit umgehen können. Warum werden die hier nicht von denen geärgert? Das verstehe ich nicht. Okay, wo war da? War noch was? Jetzt haben wir hier nämlich auch von den Kristallen. Welche? Sehr gut. Ist hier oben noch welche? Nein. Das waren wahrscheinlich alle. Okay. Guti. New technology discovered. So, dann lass mich mal überlegen, wann können wir denn wieder unser Relikt benutzen? Ach, noch ist der aktiv, der Triumph aktiv. Oh, jetzt können wir es wieder, sehr gut. Das heißt, wir können hier wollen wir da einen Rescheti hinsetzen? Eigentlich wollen wir das nicht, ne? Wir setzen hier ein Grunur Prime, ja, machen wir. Machen wir und dann können wir das nämlich benutzen. Und dann können wir hier, wenn wir die Welt besiedelt haben, können wir die in eine Gaia-Welt verwandeln, was sehr praktisch ist, weil das ist momentan
Eine tote Welt, eine felsige Welt mit einer Stickstoff-Sauerstoff-Atmosphäre. Hier herrscht derzeit ein nuklearer Winter und die Atmosphäre ist mit dichten Schichten rußiger Aerosole verschmutzt. Starke Oberflächenstrahlung, geringe bis moderate Lebenszeichen. So, und hier können wir verbesserte Produktion, Ressourcen von Jobs, Unterhalt von Jobs. Unterhalt von Jobs? Ja, verbesserte Produktion klingt eigentlich nicht, als gäbe es da Nachteile. So. Also die beiden Flotten kann ich zusammenziehen. Dann haben wir eine große Flotte. Und euch kann ich mal upgraden. Sehr gut. Establishing Colony. Sehr gut, sehr gut. Hifna, die Rescheti, Bouvardon und Bouvardon hat die Rescheti und die Rescheti haben die Hifna. Okay. Die erklären sich alle lustig gegenseitig zu Rivalen. Und wir können ein neues, das ist polytechnische Bildung. In diesem Zeitalter zunehmend fortschrittlicher Technologien werden all unsere Bürger von einer Grundausbildung in Polytechnik und angewandter Wissenschaft profitieren. Dies wird zweifelsohne die Anzahl an qualifizierten Anführern New erhöhen. Technology discovered. Okay. Und da haben wir die Kreuzergeschwindigkeit. Na, finden wir mal die Construction online. Raumstärke-Korvetten, okay. Fleets alleine enhanced. Oh Mann. Auf Alaska bauen wir gerade Bergbau, okay. Haben wir hier irgendwo Spezialistenjobs noch nicht besetzt? Nee. Ich weiß, das sieht sehr langweilig aus, dass ich hier die ganze Zeit liege, aber ich sehe das als positiv, dass die überwältigende Flottenstärke der Schwarmbewusstseinssäugetiere uns noch nicht versucht hat aufzuessen, weil die liegen direkt neben uns. Insofern bin ich noch ganz zufrieden. Es ist auch die Frage, ob wann der Zeitpunkt ist, wo ich mich an die hier ranwagen kann, weil nehme mal an, meine Flotte wird halb zusammengeschossen bei dem Versuch, das da zu räumen, das System. Dann ist natürlich ein idealer Zeitpunkt für die Hifna, mich anzugreifen, wenn sie das wollen. Und irgendwie haben sie das im Hinterkopf, weil sie haben bereits Sternsysteme bei mir geclaimt, die sie gerne hätten. Das macht man normalerweise nicht, wenn man keinen Krieg vorhat. Wo wir gerade dabei sind. Bum, 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 bum. Ansprüche stellen. New technology discovered. Bop. Okay. Screeching Abyss.
Zack. Und die beiden. Okay. Verwaltungslimit plus 10. Das würde unsere Probleme erstmal lösen hier. Und Grundinformationsstufe plus 10. Machen wir das mal. New technology discovered. Und Antimaterie-Reaktor ist auch nicht schlecht. So. Die beiden hier. Kolonieentwicklung, Produktion, Forschungsstation. Machen wir das mal. Obwohl unsere Forschung hat sich, wie gesagt, verdoppelt seit der vorletzten Folge. Das ist gar nicht schlecht. So, da haben wir eine 60er-Flotte. Das ist auch eigentlich gar nicht schlecht. Und hier haben wir, woraus besteht, ein Kreuzer, 14 Zerstörer, 2 Corvette Missiles. Wir können auch jede Menge... Ah, siehste. Colony founded. Schwupp. Unglaublich, siehste. So schnell geht das. Und aus einer toten Welt ist eine wunderbare Gaia-Welt geworden mit super Stränden und Zeug. Gut, bauen. Warte mal, das ist so eine unglaubliche Bergbauwelt. Das ist unglaublich. Was hat die hier sonst noch für Merkmale? Sozialforschung. Was ist das? Erzreiche Höhlen, okay. Fleets enhanced. New technology discovered. Ach, Alaska, was ist hier bloß los in Alaska? Da! Ah. So, Punktverteidigung ist so Raketen abschießen, wenn die kommen. Verbesserter Reaktor, mehr Credits kriegen wir eigentlich genug momentan. Plasmabeschleuniger klingt gar nicht schlecht und ist auch fast am billigsten. New technology discovered. Dann haben wir hier, siehst du, oh Mann, das ist, wir sind aber auch immer direkt am Limit. Okay, gucken wir mal. Befehlslimit Flotte könnten wir erhöhen. Sternenbasenkapazität könnten wir erhöhen, da sind wir auch am Limit. Weltraumhandelsunternehmen. Das war Sternenbasenkapazität. Und hier unten Bergbaustation, Plasmatriebwerk, Bergbausubvention. Das ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Da können wir Spezialgebäude bauen auf unseren Bergbauwelten, das den Bergbau verbessert. So, schauen wir mal. So, wir haben hier kontinentale Welt und eine Gaia-Welt. Und vielleicht sollten wir mal ein paar weitere Sektoren machen, den Pazifik-Sektor zum Beispiel. Wo wir dann auch einen Gouverneur hinsetzen, und zwar den hier. So, und im Grenzsektor sind Alexandria und Neukempler. Liegen die in der Nähe voneinander? Geht so, ne? Ach, guck mal, da wird angegriffen von denen. New technology discovered. Weil dieses System jetzt plötzlich nicht mehr belegt ist, kann ich darauf schließen, dass dieses gefallene Empire, was sehr xenophob ist, jetzt gerade Krieg mit denen hier führt. Beziehungsweise die halt angreift und denen... Ah, guck mal, da ist das System. Das war der Cusus Knactus. Das System wollten sie nicht. Oder sie haben einfach gefordert, dass die beiden Systeme geräumt werden. Das kannst du auch haben. Androiden. Sehr gut.
Wird mal Zeit, dass wir unsere Roboter verbessern hier. Guti, 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 gut, gut. Was haben wir denn in unserem Situationsprotokoll? Versteinerte Überreste, das wird gerade erforscht? Nee, wird's nicht. Warum nicht? Okay. Was haben wir hier? Epsilon, Aliens. Erst Kontakt anzeigen. Die verbessern unsere Beziehung mit den Hifner. Ich glaube, die M'Tok-Star-Dynasty, das brauchen wir nicht so dringend. Die können sich mal für den Erstkontakt hier sorgen. Erkundung von bewohnbaren Welten, ja, brauchen wir noch einen, aber da alles schon besiedelt ist, können wir das vergessen. L-Cluster machen wir bitte nicht. Rubrikator ist die blöde Drachen im Weg und die Wächter sind immer noch verfügbar. Die dicke, schuppenbeschichtete Hülle der Wächter hat sich mit herkömmlichen Werkzeugen als undurchdringlich erwiesen und unsere Archäologen benötigen die Unterstützung der technischen Abteilung, um weiter voranzukommen. Das machen wir einfach mal. Okay. Weitere Ausgaben in der Nähe der Jägerloge deuten darauf hin, dass... Okay, das ist komisch. Aha, okay. Jetzt haben wir tatsächlich zwei, drei interessante Sachen hier. Einmal nochmal wieder Verwaltung ist immer gut, da wir jetzt schon wieder drüber sind. Der lebende Staat macht, dass wir so Black Sites im Weltraum bauen können, was wir nicht brauchen, weil unsere Leute sind zufrieden. Genmanipulation würde machen, dass wir uns neue Vorteile geben können oder Nachteile entfernen. Tote Weltanpassung brauchen wir nicht, weil wir diese super Artefakte haben, wo wir einfach immer zap aus Welten Gaia-Welten machen. Xeno-Beziehung, okay, könnte einen großen Botschaftskomplex, dann würden wir noch zwei Botschafter kriegen, glaube ich, wenn wir den bauen. Wäre eine Idee, ist ziemlich teuer. Ich glaube, als erstes machen wir hier die Genmanipulation. So, und dann haben wir Epsilon-Aliens. Wir haben eine neue Lebensform im Junas-System entdeckt, obwohl die Bezeichnung Lebensform vielleicht etwas irreführend ist. Die Wesen scheinen vollautomatische mechanische Drohnen zu sein, die eigens für einen unbekannten industriellen Zweck gebaut wurden. Unsere Beobachtungen werden fortgesetzt, doch da diese Maschinen wahrscheinlich mit Abwehrprotokollen programmiert sind, wäre es ratsam, Vorsicht walten zu lassen. Sucht weiter, aber vorsichtig. Okay. Gut. Mann, Mann, Mann. Wo stehen wir in der Rangliste? New technology discovered. Fleet upgrades applied. Research project concluded. Okay, die Wächter sind erwacht. Das Technikteam bereitete sich gerade darauf vor, den zerbrochenen Wächter zu zerlegen, als ein leiser Schauer durch die Statuen strömte und sie mit einem Summen und glühenden Körpern zum Leben erweckte. Die pulsierende Strahlung aus ihren Kernen hat sie beweglich und transparent gemacht und ein digitales Netz von Knotenpunkten sichtbar gemacht. Noch bevor jemand reagieren konnte, halten sie die Archäologen umzingelt und in einem Kraftfeld gefangen. Jetzt möchten sie mit uns sprechen. Hört sie an. Okay, Effekt. Der Wächter mit dem zerbrochenen Flügel wendet sich an einen anderen Wächter und beginnt zu sprechen. Bitte, Diana, lass sie los. Ich möchte aus diesem Gefängnis befreit werden. Ich kann die Tage nicht mehr zählen, an denen wir unseren Meistern gedient und auf dieser Erde abgemüht haben, während sie den Himmel unter uns genießen. Ich bin am Leben, aber innerlich tot. Sie sind tot, aber lebendig. Willst du mich nicht gehen lassen? Diana wirft ihr einen angewiderten Blick zu. Excelsior, bei den Göttern, beruhige dich. Unsere Leben ruhen unten. Hast du unsere Sünde vergessen? Wir haben versprochen, sie für alle Ewigkeit zu bewahren. Das ist unser einziger Weg zur Erlösung. Mit prüfendem Blick schätzt sie unsere Lage ein.
Ihr seid keine Bedrohung für uns Menschen. Lasst uns in Frieden und wir beschützen diesen Planeten für alle Ewigkeit weiter. Okay. Was seid ihr? Okay, nix. Himmel? Unsere Meister haben einen feineren Geschmack. Was stand da? Wir akzeptieren euren Schutz. Excelsior nähert sich mit den Archäologen. Bitte beendet mein Leiden. Es steht euch frei zu gehen. Okay. Gut, jetzt habe ich da Roboter, die meine Welt bewachen. Sehr auf der Welt mit dem titanischen Leben. Wäre das eigentlich ganz praktisch gewesen, aber da natürlich nicht. Verbesserte Forschungskomplexe, erweiterte Gefechtsrollen für 8. Experimentelle Subraumnavigation klingt interessant. Kolonieentwicklungsgeschwindigkeit ist das billigste. Machen wir das mal. Oh, wow. Uns fehlt tatsächlich mal Nahrung. Warte mal, das können wir doch ebenso gut hier entfernen. Fleet upgrades applied. Wie entferne ich das? Okay, so, gut. Ah, okay. Glaube an die Wissenschaft, die Öffentlichkeit sieht die Wissenschaft mittlerweile als etwas Religionsähnliches an und ihr Glaube an sie ist unerschütterlich. Es gibt keine noch so große Frage, als dass sie nicht von der Wissenschaft beantwortet werden könnte. Die Effekte sind, Bewohner, die mit Forschung arbeiten, haben ihren Unterhalt um 20% reduziert. Okay. Weiß nicht, wie das jetzt Sinn macht. Okay. Also, was können wir jetzt machen? Werde zur Krise? Alle großen Taten erfordern Opfer. Der Rest der Galaxie mag dies vielleicht nicht verstehen, doch er wird sich fügen. Weiß ich nicht, wenn wir eine der schwächsten Nationen sind in der Galaxie, ob wir dann hier der große Bösewicht werden wollen. Das will ich unbedingt noch irgendwann nochmal spielen, aber in diesem Spielstand macht das wenig Sinn. Enigma-Ingenieur, das ist... wenn wir im Krieg irgendwie, wenn unsere Schiffe kaputt geschossen werden, dann können die anderen unseren Kram nicht retro auseinandernehmen und Ingenieuren. Gibt es dafür ein deutsches Wort? Retro-Engineering? Keine Ahnung. Eine nihilistische Annahme, das ist mehr so für Leute, die rumreisen und andere Leute entführen wollen. Wollen wir nicht. Flottenkapazität plus 18, Befehlslimit plus 20. Da könnten wir eine riesige Flotte haben, also eine größere Flotte, als unsere Sternbasen uns zulassen würden eigentlich. Könnten wir mehr Sternbasen bauen? Könnten unsere Sternbasen mehr Schaden machen und stärker sein? Mehr Einigkeit kriegen? Mehr Leute auf die Welten pressen. Geboren in der Lehre. Arkologieprojekt. Weiß ich nicht. Machen wir geboren in der Lehre. Wir haben zwar noch nicht ein einziges Habitat, aber wenn wir dann eins bauen, passen mehr Distrikte rein. Okay, radioaktives Wildland. Okay, das ist mal eine Minenwelt hier. Grunor Prime. So, schauen wir mal, wann wir das nächste Mal unser Relikt benutzen können. Anderthalb Jahre. Technology discovered. Super. Okay, was machen wir jetzt?
Energienexus oder was ist da noch? Barriere, Punktverteidigung oder Disruptor? Machen wir mal Disruptor. Und hier unten fortschrittliches Habitat klingt gut. Da müssen wir bald auch mal ein Habitat bauen, glaube ich. Die wieder das System wieder geclaimed und gleich haben die wieder gefordert, dass er das wieder frei macht. Also, solange die mit denen beschäftigt sind, brauche ich mir, glaube ich, keine Sorgen machen. Erstmal. Die Schiffe wieder upgraden. Armani al-Ajani hat kürzlich einige kleinere Artefakte bei der archäologischen Fundstätte auf Neukempla entdeckt. Sie werden derzeit an eine sichere wissenschaftliche Einrichtung geliefert. Hervorragend. So, dann würde ich sagen, war es das wieder für heute. Und dann, bis zum nächsten Mal, wenn vielleicht ein wenig mehr passiert. Und wir rausfinden, was auf Neukempla passiert ist. Gucken wir mal, haben die Kempler eigentlich eine Heimatwelt? Osmadin 4 ist die Kempler-Heimatwelt hier. Leben jetzt nur noch diese Pilze drauf wahrscheinlich. Naja, sehen wir dann, falls euch diese Folge trotzdem gefallen hat, dann hinterlasst mir ja bitte ein Like und einen Kommentar oder beides oder was anderes. Keine Ahnung. Und dann bis dann, ne? Tschüss.